Also Leute, ich habe noch einen Satz Zellen von Amazon, und zwar die 90 Ampere Variante. Nicht jeder braucht einen großen Akku, und hier habe ich auch einen Fall, wo jemand nach dem Akku gefragt hatte, wo ich gesagt habe, okay, mache ich. Und wir testen einmal durch, was die an Kapazitäten alles haben, und dann wird auch später daraus ein Akku gebaut, aber das werdet ihr alles sehen. So, hier war alles wieder schön sauber verpackt. Anscheinend wurde hier mal die ersten Aufkleber wieder abgezogen, die hier mal drauf waren. Aber es sieht auch immer noch alles verpackt aus. Auch wieder jede Zelle schön einzeln verpackt. Busbars gibt es auch wieder. Dass ich den Karton schon sehe, das ist echt süß. Gegenüber den 200ern hier neben. Kann man gar nicht meinen, dass hier 90 Amperestunden drin sind. Das ist ja echt. Zum Vergleich mal, das sind 200 Amperestunden. Ja, hier sieht man halt, dass die Schutzfolie nicht ordentlich aufgeklebt ist, aber das soll ja nichts bedeuten. Der Code ist nicht aufgeklebt, hier steht sogar was drauf. Ich weiß nicht, ob die Kamera das scharf stellt. Autofokus, komm. Sehen soweit gut aus, schön glatt. Ja, wobei hier merkt man es auch wieder. Hier merkt man die Pole. Ich hatte ja hier die 200 Amperestunden. Ich weiß nicht, welches Video da zuerst rauskommt, ob dieses oder mit den 200ern. Die sind ja halt spiegelglatt und die haben jetzt hier genau an den Polen entlang, wo eine kleine Wölbung drin ist. Aber keinen Bauch, den man halt irgendwie eindrücken kann. Abdrücke und anscheinend auch bis zum Kupferkern vorgebohrt, und hier sehen kann. Das scheinen halt die ersten Testabdrücke zu sein. Gucken, wie die anderen Zellen aussehen. Die haben es genauso. Ich glaube noch nicht mal, dass das die Ladung jetzt ist. Ich glaube, das ist von diesem Bohrer, dass der sich da reindrückt beim Gewindeschneiden. Dass das so Aufsätze sind. Vielleicht weiß das einer von euch. Aber das sieht so danach aus. Gut, dann gucken wir uns mal die Spannung an, womit die angekommen sind. Könnt ihr es sehen? Ja, ihr könnt es sehen. Zwei Komma neun sieben drei, 2,976, 2,968. Angegeben war bei Amazon, dass zwischen 3 und 30% da drin sind. Wahrscheinlich sind das jetzt die 3%. Also ziemlich leer sind sie angekommen. Gut, dann werden wir mal den Innenwiderstand testen. So,
0,55 Milliohm, 0,53 Milliohm, 0,0 wäre super, ne? Aber das kann ich. 0,46 Milliohm, 0,44 Milliohm. Also bis jetzt sind die Zellen eigentlich so, wie die beschrieben sind. Okay, die sind halt noch nicht so schön beklebt. Zumindest zwei davon, die anderen zwei sehen super aus. Man sieht halt von der Bohrung hier was. Ich werde die Dinger jetzt mal aufladen, bis auf 3,6 Volt hoch. Und dann werden wir auch mal einen Test durchlaufen lassen, wie viel hier wirklich drin steckt. Wir haben auch die Busbars dabei, Madenschraubt wieder, was wieder sehr angenehm ist für die Montage. Später werden wir den zusammenschrauben. Vier Busbars dabei. Die sind aber diesmal gut dick, also bestimmt 2 mm. Ich werde es gleich mal nachmessen und dann einblenden. Aber alles echt süß. Ja, die erste Zelle ist runter. Wir haben 93 Amperestunden rausbekommen. So sieht dazu die entsprechende Kurve aus. Und wir haben mit 20 Ampere entnommen von 3,6 Volt runter bis auf 2,6 Volt runter. Und was sehr interessant ist, hier ist es relativ kühl im Keller. Wenn man jetzt den Block hier guckt, die stehen einfach nur hier rum. 18 Grad. 22 Grad. Also man merkt schon einen Unterschied, dass die dadurch doch relativ gut warm werden. Zweite Zelle ist fertig mit 94,06 Amperestunden. Wir hatten vorher 39,44. Das sind gerade mal etwas über 500 mAh-Stunden, die wir mehr haben. Und hier haben wir die vorletzte Zelle. 93,49 Amperestunden haben wir rausgekriegt. Nur noch eine. Ja, die vierte Zelle ist jetzt auch durch mit 94,16 Amperestunden. Ich habe mal alle übereinander gelegt. So sieht die Kurve dazu aus. Wir sehen hier am Ende gehen sie halt minimal auseinander. Das ist aber einfach daran, dass wir so ganz minimale Unterschiede haben, die mehr oder weniger voll in der Toleranz sind. Wahrscheinlich sogar Messfehler sind ja auch mit da drin. Wir haben ja gerade mal 600 mA Unterschied. Aber sonst ist die ganze Zeit schön gleich ab dem Start bis zum Ende hin runter. Bleibt das alles schön beieinander. So sollte es sein. Ja, wir sind mit allen Messungen an den Amazon-Zellen durch. Alles war im grünen Bereich. Es wird auch ein Zusammenschraubvideo darüber geben. Das wird ein bisschen umfangreicher. Ich bin hier nebenbei auch gerade 200 Amperestunden Zellen am Testen. Darüber kommt natürlich auch ein Video. Dann eine Frage an euch. Firmware-Update beim DALI BMS, zumindest für ein 4S. Besteht Interesse? Haut mal in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet. Dann werde ich da zeitnah eins machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und noch kein Abo habt, dann natürlich auch bitte ein Abo. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.